Eschweriner Zoo an einem der schönen Wintertage der letzten Wochen. Die Pinguine stören sich an den etwas kälteren Temperaturen naturgemäß nicht. Und auch sonst ist der Zoo gerade in dieser Jahreszeit ein Besuch wert. Wie jede Saison im Jahr ist der Winter ganz für sich eigen. Es ist natürlich sehr ruhig, weil nicht ganz so viele Menschenmassen da sind. Aber die Tiere zeigen ganz anderes Verhaltensmuster. Gerade die eher europäischen oder nordischen Tiere sind jetzt aktiv. Die stören sich an dem Wetter gar nicht. Manche sind auch besser zu sehen, wie unsere roten Pandas beispielsweise, weil die Bäume nicht laubbedeckt sind. Also es gibt ganz spezielle Eindrücke, die man jetzt einfangen kann. Auch wenn es jetzt etwas ruhiger ist, mit der Bilanz des vergangenen Jahres kann der Schweriner Zoo absolut zufrieden sein. Mehr als 132.000 Besucher waren 2018 zu Gast, das zweitbeste Ergebnis in den letzten 10 Jahren. In einem bundesweiten Ranking wird der Schweriner Zoo auf Platz 11 geführt und reiht sich damit zwischen großen Tierparks wie München oder Köln ein. Das hängt damit zusammen, dass wir zum einen natürlich unsere Werbung ganz neu aufgestellt haben in den letzten Jahren, auch baulich an verschiedenen Bereichen was gemacht haben, vor allen Dingen im letzten Jahr aber in kleinen Maßnahmen, dass den Gesamteindruck des Zoos hochgefahren haben. Wegebau haben wir gemacht, verschiedene Gehege ein bisschen umgestaltet. Das sind die kleinen Dinge, die sich jetzt bemerkbar machen und sind sehr optimistisch, dass dann im nächsten Jahr mit den größeren Projekten die Besucherzahlen weiter steigen werden. Trotz der Mehreinnahmen durch die höheren Besucherzahlen ist der Schweriner Zoo auf Zuschüsse der Stadt angewiesen. Laut Beschluss der Stadtvertretung kann Zoodirektor Dr. Tim Schikora mit einem Betriebskostenzuschuss von 230.000 Euro rechnen. Weitere Baumaßnahmen sollen auch in diesem Jahr das Zooerlebnis verbessern. Gleich vorneweg, das größte Projekt wird die Löwenanlage sein, mit der wir dann endlich in den Bau gehen können. Da werden jetzt die Ausschreibungen vorbereitet und sofern dann vernünftige Angebote auch reinkommen, werden wir zu Oktober voraussichtlich beginnen können. Im Vorfeld haben wir ein paar kleinere Maßnahmen. Eins wird sein Neubau eines Flamingohauses, das im Frühjahr möglichst noch abgeschlossen werden soll. Wir haben auch noch eine WC-Anlage, die im Nashorn-Areal entstehen wird. Und unter anderem auch dieser Holzsteg, auf dem wir jetzt hier gerade stehen, wird komplett abgerissen. Und das heißt, man wird künftig über Abenteuerfahrt, Kletterfahrt durch das Gehege der roten Pandas und Fischotter klettern können. Das ist nochmal so ein kleines besonderes Highlight dann für die jung gebliebenen Besucher, um den Tieren ein bisschen näher zu kommen. Im Februar lädt der Schweriner Zoo auch in diesem Jahr Pärchen zum Valentinstag-Special ein. Infos dazu unter zoo-schwerin.de.